Willkommen. Willkommen bei der Gender Diversity in der Elektrotechnik. Willkommen, Basio. Basio ist Elektrotechniker, der in seiner Freizeit gerne Radiosonden sucht, die vom Himmel fallen und professionell dann auch für eben solche Dinge Elektronik baut. Und ja, naturgemäß hat man damit viel mit dem Verbinden zu tun, und die Welt ist divers, ganz besonders in der Steckertechnik. Wenn ihr für euer Projekt irgendwann mal den richtigen passenden Stecker gesucht habt, dann wisst ihr, in welches Rabbit Hole man da reinfallen kann, unter wie vielen Optionen es gibt, und ja, dann ist dieser Talk für euch. Genau, ja, Gender Diversity in der Elektrotechnik. Der alternative Titel wäre gewesen: Fantastische Steckverbinder und wo sie zu finden sind. Ja, who am I? Wie schon gesagt, ich bin Hardwareentwickler. Ich habe auch vor allen Dingen beruflich so ein bisschen mit dem Themenbereich Photonik, Optoelektronik zu tun. Also die Fasern eher nicht aus Netzwerksicht, sondern tatsächlich aus wissenschaftlicherer Sicht. Nebenbei mache ich auch noch so ein bisschen Sound- und Light-Tech, das heißt, einiges von dem, was wir uns gleich angucken, vor allen Dingen zuerst kommt aus diesem ganzen Veranstaltungstechnikbereich, und ja, die Gender Diversity kommt dann irgendwie vom Queer- und Flauschball noch dazu. Ihr erreicht mich am besten irgendwie unter Telegram, falls es noch irgendwelche Fragen geben sollte. Ja, vorab noch so ein kleiner Disclaimer: Hier geht es um Steckverbinder und um nichts anderes, und hier geht es so ein bisschen auch darum zu zeigen, welche Vielfalt gibt es denn eigentlich, und sich auch mal so ein bisschen das Alltägliche, was man irgendwie immer so als gegeben hinnimmt, ja, da ist halt irgendwie, sind halt so Steckverbinderanschlüsse an meinem Laptop, da stecke ich halt irgendwas rein, sich das mal so ein bisschen bewusst zu machen und auch mal einzuteilen, was gibt es denn einfach, und für euch auch so ein bisschen die Idee, neue Dinge sehen und vielleicht auch für eigene Designs mal nutzen zu können und so ein bisschen die Idee zu haben. Deswegen zuerst mal so Steckverbinder: Warum, was, wieso? Dann so ein bisschen, was kann man denn eigentlich mit Steckverbindern so unterschiedlich, wie kann man die zusammenstöpseln, dass da irgendwas von A nach B fließt? Ein bisschen kleiner Blick in die Mechanik: Wo kommt das denn eigentlich alles mal her? Weil so Sachen verbinden musste man ja auch schon, als es zum Beispiel noch nicht so viel Strom und USB und HDMI und sowas alles gab. Und dann so ein bisschen Streifzug durch einzelne Steckverbinder, die ich interessant fand, hier mal vorzustellen. Ja, was ist so grundsätzlich eigentlich die Idee von Steckverbindern? Wofür brauche ich die überhaupt? Ich habe das jetzt mal so in einem Satz zusammengefasst als dichte Verbindung von Leitungen, die dann alles Mögliche transportieren können. Fluide, also irgendwie Wasser oder Druckluft, Elektronen, das ist so der häufigste Anwendungsfall, oder so, ja, wenn man dann eher so im HF-Bereich unterwegs ist, dann nennt man das Ganze elektromagnetische Felder. Wenn man dann in die höheren Frequenzen geht, dann nennt man das Ding eher Photonen. Und manchmal will man mit so einem Steckverbinder auch noch zusätzlich mechanische Kräfte übertragen, ganz gerne. Dicht in dem Sinne ist halt einmal auch so ein bisschen, was heißt dicht jetzt? Wir wollen nicht, dass irgendwas verloren geht. Bei den Fluiden macht das Sinn. Bei dem Strom wollen wir in der Regel nicht, dass irgendjemand dranpacken kann, zumindest wenn das Ganze höhere Spannungen überträgt. Und bei den EM-Feldern kann man vielleicht auch noch, deswegen auch in Anführungszeichen, noch so ein bisschen Impedanzanpassungen und solche Dinge auch, ja, dicht ist nicht so ganz das richtige Wort dazu, auch zusammenfassen. Ja, Steckverbinder sollen Verbindungen herstellen, die im besten Falle steckbar sind, da kommt der Name, und gegebenenfalls sollen die auch noch wieder lösbar sein, unter verschiedenen Bedingungen. Manchmal will ich, dass die gut wieder lösbar sind, manchmal will ich, dass die nicht so gut wieder lösbar sind, manchmal will ich vielleicht auch gar nicht, dass die wieder lösbar sind, weil ich einfach nur in der Herstellung von einem Produkt irgendwas einmal zusammenstecken will, aber am Endeffekt der Endbenutzer da das eigentlich nie wieder warten soll, beziehungsweise wenn das irgendwann mal ausgetauscht wird, vielleicht auch nur als Modul ausgetauscht werden soll, und der Mehraufwand, sowas so zu bauen, dass ich es oft wieder einstecken kann, also viele Steckzyklen habe, die der Stecker aushaltbar sind, einfach es nicht wert wäre. Dann kann es noch sein, dass so ein Steckverbinder auch irgendwie Informationen über den Steckvorgang erfassen soll, wenn irgendein Gerät merken soll, oder ist jetzt gerade was eingesteckt, ohne dass es das irgendwie durch Signalisierung auf den aktiven Leitungen machen kann, um vielleicht irgendwie erst danach was einzuschalten oder irgendwie besonders darauf zu reagieren.
Und wenn ich jetzt nicht unbedingt meinen Prozessor oder so das Ganze steuern lassen will, dann kann ich natürlich auch direkt über den Steckverbinder so eine Art und Weise von zeitlicher Steuerung machen. Denn ich habe ja einen Prozess, dass ich da wirklich physisch irgendwas reinstecke, das dauert Zeit. Und je nachdem, wie ich die einzelnen Kontakte in dem Steckverbinder anordne, kann ich damit im Prinzip so eine Art kleine primitive Ablaufsteuerung machen. Das ist vor allen Dingen bei Netzsteckern wird das viel angewendet, dass man eben einen voreilenden Erdkontakt hat, damit die Erde als erster Kontakt immer geschlossen wird. Ja, und so eine Hauptsache ist halt noch der Dummheit des Nutzers entgegenwirken. Da habe ich aber gleich noch eine eigene Folie zu. Gender Diversity. Die Steckverbinder werden üblicherweise englisch nach ihrem sogenannten Gender eingeteilt. Das ist natürlich eigentlich, also Gender ist der vollkommen falsche Begriff. Ich weiß auch nicht, wieso sich das eingebürgert hat. Weil im Deutschen haben wir ja das Problem, dass wir eigentlich nur den Ausdruck Geschlecht haben und damit sowohl das biologische als auch das gesellschaftliche Geschlecht meinen. Im Englischen haben wir ja die Unterscheidung zwischen Sex und Gender und bei Steckverbindern sind es ja physische Merkmale. Also wäre eigentlich Sex der richtigere Begriff. Aber es ist dann trotzdem Gender geworden, vermutlich, weil das irgendwie in den Ingenieuretagen wann das auch gecoint wurde, in den 50er oder 60er Jahren irgendwie der bessere Begriff war oder sowas, denke ich mir. Aber jetzt ist es halt so, hat es sich halt so eingebürgert und jetzt sind wir halt damit, dass wir vom Gender von Steckverbindern sprechen. Üblicherweise sind so Steckverbinder entweder männlich oder weiblich, eben der üblichen Biologie von Lebewesen angelehnt. Es gibt aber auch noch so einige Spezialfälle, die wir uns angucken. Das sind einmal hermaphroditische Steckverbinder. Das sind dann, also hermaphroditisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet so ein bisschen, also bedeutet, dass er sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweist. Das heißt, im Prinzip hat man nur einen männlichen Steckverbinder und einen weiblichen Steckverbinder, die man in ein Gehäuse zusammenbaut und halt so macht, dass man damit auch arbeiten kann. Da gibt es aber gleich noch einige Beispiele. Aber es gibt auch, wenn man weit genug guckt, dann gibt es auch tatsächlich wirklich geschlechtslose Steckverbinder, wo man kein Male oder Female irgendwie zuordnen kann. Aber manchmal ist das nicht so ganz eindeutig, was ist denn jetzt männlich oder weiblich. Auf Deutsch gibt es noch diese Begriffe Stecker, Buchse, Kupplung. Das ist auch irgendwie alles nicht so ganz eindeutig. Also ja, einen Stecker stecke ich eher in irgendetwas rein, in eine Buchse. Oder Kupplung wird eher was reingesteckt, aber besser ist, wenn man halt sagt, ich habe einen Einbausteckverbinder, einen Steckverbinder zur Leitungs- oder vielleicht auch Leiterplattenmontage und der hat dann von diesem Steckverbinderstandard entweder in der Regel das männliche oder das weibliche Geschlecht, was er realisiert. Was sind deine Pronomen? Das können wir Steckverbinder leider nicht fragen. Die geben uns da in der Regel keine Antwort drauf. Das heißt, da müssen wir dann wirklich leider ein Educated Guess unternehmen. Also so grundsätzlich, vieles von dem ist halt auch einfach selbsterklärend, was jetzt Male oder Female ist, aber so ein paar Ideen dazu noch, so ein hervorstehendes, außenliegendes Schutzgehäuse allein, das macht so ein Steckverbinder noch nicht unbedingt Male. Es ist ein Indikator, aber es ist nicht unbedingt so. Und die Seite, die irgendwie ein federndes Element hat, wenn es gegen irgendwas pressen muss, die Seite ist meistens Female. Es kann aber auch so ein paar Widersprüche geben. SMA finde ich da ein ganz schönes Beispiel, das zeige ich gleich noch. Im Zweifelsfall in den Standard schauen, wenn der Standard zu teuer ist, in Datenblätter schauen, die den Standard implementieren. Da steht das da kann das drinstehen. Und im Zweifelsfall bürgert sich halt irgendwas ein. Ob das jetzt immer so richtig ist, wenn man es sich wirklich mal ganz, ganz tief anguckt oder nicht, das ist auch so eine Frage, aber es gibt halt in der Regel irgendwas, was sich so einbürgert. Ja, zur Dummheit des Nutzers, jetzt die User Experience. Im Idealfall sollte so ein Steckverbinder dafür sorgen, dass der Nutzer weiß, was er zu tun hat, wenn er Leitung und die Anschlusspunkte irgendwie noch nie gesehen hat. Das heißt so, was muss hier eigentlich mit was verbunden werden? Wieso muss ich das eine in das eine stecken und das andere in das andere? Ist es egal, wie rum ich das mache? Ist es egal, ob ich das Ethernet-Kabel auf beiden Seiten in den Switch stecke? Ist das auch eine valide Art und Weise, dass es funktioniert? Gibt es irgendwie eine Vorzugsrichtung dabei? Ist es irgendwie jetzt gerade interessant, in welche Richtung jetzt so die Daten fließen oder der Strom oder was auch immer? Ist das, was ich da mache, eigentlich gerade sicher oder kann ich mich da irgendwie dran verletzen? Vor allen Dingen halt wieder bei den 230 Volt oder noch höher Spannungssystemen. Und wird es eigentlich auch so funktionieren? Also auch gerade nochmal mit dem Switch und den beiden Ethernet-Kabeln als Beispiel.
Und dann kann man im Prinzip eigentlich so ein bisschen drei unterschiedliche Systeme herauslesen, wie man diese oder wie man versuchen kann, das mit der User Experience in die physische Art und Weise umzuwandeln, wie denn das Steckverbinder-Netzwerk oder die Steckverbinder-Topologie so ein bisschen aussieht. Das ist natürlich hier hauptsächlich für diese Male-Female-Systeme gedacht. Dann gibt es einmal so die gerichteten Leitungen. Das heißt, da ist immer der eine Teil von der Leitung hat halt ein Male und der andere Teil hat ein Female und man hat halt irgendwie eine Vorzugsrichtung dabei. Klassisches Beispiel ist der Schuko, der Schutzkontaktstecker, den wir alle kennen. Ich habe hier immer so ein paar Beispiele, die ich auch gleich noch in den Folien habe. XLR oder PowerCon 232, auf die gehe ich gleich nochmal so ein bisschen ein. Dann gibt es die ungerichteten Leitungen, wo ich im Prinzip, die Leitung hat immer den gleichen Steckverbinder, also entweder Male oder Female an beiden Enden und ich kann theoretisch dumme Sachen damit machen, aber es ist nicht so schlimm, weil es entweder halt einfach nur nicht funktioniert oder vielleicht sogar auch funktionieren kann in manchen Fällen. Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt ein Sicherheitsrisiko. Wie das zum Beispiel bei Schuko halt wäre. Da wäre es halt doof, wenn so ein Verlängerungskabel zwei Mail am Ende hätte. Und das ist halt auch so ein bisschen der Fall, wo diese ganzen hermaphroditischen und genderless Steckverbinder reinfallen. Das ist in der Regel das, was auch mit denen implementiert wird, weil da hat man halt, weil es, wenn es nur ein in Anführungszeichen Geschlecht von Steckverbinder gibt, was ich zur Verfügung habe, dann kann ich nur den gleichen an beide Enden von meiner Leitung packen. Ja, so Beispiele dafür sind halt irgendwie die 10 hoch X Base T, also auch so landläufig als RJ45 bekannt, HDMI, SMA auch häufig, Speakon, USB-C, Gardena. Und dann gibt es noch die, wo ich im Prinzip ganz unterschiedliche Steckverbinder für, ich sage jetzt mal, Quelle und Senke habe. Also es ist jetzt auf einer beliebigen Abstraktionsebene gemeint, das Quelle und Senke. Beispiel ist das originale PowerCon oder was eigentlich so das Verbreitetste ist, so der klassische USB-A-B. Ne? Der Drucker hat immer USB-B-Female und der Computer hat immer USB-A-Male. Und das sind zwei ganz komplett inkompatible Steckverbinder. Und da kann ich halt eigentlich nicht wirklich irgendwas falsch machen. Ja, bevor es jetzt aber zu den ganzen elektrotechnischen Steckverbindern geht, erstmal nochmal so ein bisschen mechanische Steckverbinden oder mechanische Verbindungssysteme, wo kommt das eigentlich her mit diesem Male-Female mal ganz ursprünglich? Ja, man Schrauben, da ist es halt schon relativ gut vorgegeben, die Schraube ist halt Male und die Mutter ist Female und das gab es halt auch schon lange, bevor es irgendwelche elektrotechnischen Systeme gab. Aber man kann so mechanische Verbindungssysteme tatsächlich auch realisieren als hermaphroditische Verbindungsart und Weise und zwar nicht, indem man eine Mutter und eine Schraube nebeneinander packt, das funktioniert auch nicht so gut. Sieht man, wer mit der Bahn zurückfährt, der wird wahrscheinlich sowas hier sehen, das ist die sogenannte Scharfenberg-Kupplung. Das ist ein hermaphroditisches Kupplungssystem. Bei Zügen macht es auch Sinn, dass man solche hermaphroditischen Systeme macht, damit man die Züge beliebig kuppeln kann, damit der Zug nicht in der richtigen Richtung im Gleis stehen muss, damit ich ihn kuppeln kann, sondern dass ich ihn halt kuppeln kann, egal wie rum er im Gleis steht. Und dann sieht man, man hat hier im Prinzip einmal den Male-Teil dieser Kupplung und den Female-Teil dieser Kupplung, die dann ineinander greifen. Die können dann auch gleichzeitig die Verbindungen für die Hydraulik und Druckluft herstellen und an den Seiten, das ist hier jetzt bei einem Lind, gibt es dann noch auch hermaphroditisch ausgeführte elektrische Verbindungen, weil die Triebwagen müssen ja irgendwie jetzt wissen, dass die gekuppelt sind und gleichzeitig ihre Motoren anwerfen sollen beim Lind zum Beispiel. Ja, und noch ein Beispiel, bevor wir jetzt zu der Elektrotechnik gehen, tatsächlich hier nochmal den Gardena. Ne? Ich habe mein Mail, den habe ich zum einen hier an meiner Quelle dran, das, was ich an den Wasserhahn schraube, und zum anderen habe ich den aber auch an meinem Verbraucher dran, da wo jetzt mein Wasser rauskommt, und dann habe ich eben ein Kabel oder in dem Fall einen Schlauch, der halt auf beiden Seiten das Female-Ende hat. Auch da gibt es aber wieder die hermaphroditische Variante. Diejenigen, die irgendwie bei Feuerwehr oder THW sind, die werden die kennen. Das ist nämlich die Storz-Kupplung. Das ist wieder die hermaphroditische Variante und man sieht, diese Kupplungen, die haben jetzt sogar jeweils zwei männliche und zwei weibliche Teile. Hier ist der männliche hervorstehende Teil.
der dann in den, wenn man die beiden, wenn man jetzt zwei Schläuche kuppelt, dann geht der hier in diese, geht der in so eine Ausbuchtung rein und dann kann ich das Ganze drehen und dadurch wird dann eben die Dichtigkeit bei diesem System hergestellt. Auch da macht's wieder Sinn, dass diese Dinge wirklich komplett hermaphroditisch sind, weil ich da eventuell gar nicht so unbedingt weiß, was ist jetzt gerade Quelle oder was ist Senke und vielleicht muss ich da nochmal irgendwie was anderes anstöpseln, wenn sich halt der Einsatz ändert. Das heißt, da macht es auch wirklich Sinn, irgendwie ein System zu haben, wo wirklich alle Verbindungen komplett immer gleich sind und alles an alles passt und ich nicht noch dran denken muss, wie muss ich denn jetzt meinen Schlauch legen, sondern mich halt darauf konzentrieren kann, dass ich da irgendwie Leute retten möchte oder so. Ja, jetzt habe ich als nächstes so einen Block, der so ein bisschen aus der Veranstaltungstechnik unterschiedliche Steckverbindersysteme beleuchtet, weil man da einfach auch diese Prinzipien, die ich gerade beschrieben habe, ganz schön sehen kann, die für unterschiedliche Sachen eingeführt wurden. So als klassisches Beispiel von so einem in Anführungszeichen gegenderten Steckverbinder XLR ist ganz klassisch. Also ich habe hier irgendwie mein Male oder mein Female und die gibt es sowohl als Einbauvariante als auch als Kabelvariante. Und die sind halt immer gerichtet, das heißt, wenn ich so ein XLR-Kabel habe, dann muss ich halt vom richtigen Ende loslegen und nicht erst merken, wenn ich 20 Meter Mikrokabel abgerollt habe, oh, ich muss das jetzt drehen, das ist dann doof. Die Richtung ergibt sich auch wieder so ein bisschen aus der User Experience. Bei Ton ist das Ganze so, dass, oder auch aus ein bisschen aus der User Experience bzw. aus der Sicherheit. Beim Ton ist es so, dass eigentlich da, wo mein Signal rauskommt, da habe ich ein Mail. Das ist ja erstmal ein bisschen counterintuitive, weil da könnte ja irgendwie Metall gegenkommen und den kurz schließen. Allerdings ist das bei Ton so, dass ich oft Mikrofone habe, die irgendwie eine Phantomeinspeisung brauchen, die ich von extern mit Spannung versorgen muss. Das heißt, das, was ich eigentlich nicht kurz schließen will, das ist das Mischpult. Und da ist eben der Female-Teil. Wenn ich dann Lichtsteuersignale darüber schicke, dann ist das genau umgekehrt, weil da habe ich dann halt auch wieder die Richtung, dass da im Prinzip der Signalweg, der Signalausgang dann weiblich ist und nicht männlich. Bei der Recherche zu dem Talk bin ich dann noch auf einen ganz weirden XLR-Variante gekommen, die ich vorher auch noch nicht kannte, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Das ist der XLR-LNE. Von Canon, der war auch für Netzspannung gedacht. Der hat sich aber irgendwie nicht so ganz durchgesetzt. Ich weiß auch nicht warum. Aber man kann hier zum Beispiel ganz schön sehen, wie man auch versuchen kann, so ein Mail-Steckverbinder dafür zu sorgen, dass der auch geschützt ist. Und man sich da halt keinen gewischen kann. Jetzt ein Beispiel, was die zweite Topologie nimmt, das heißt, die Kabel sind gleich aufgebaut und ich kann theoretisch dumme Sachen damit machen, aber da das in der Regel Profis benutzen, machen die das nicht. Zum Beispiel so zwei Endstufen zusammenstecken, zwei Boxen zusammenstecken, da passiert nicht so wirklich viel. Zwei Endstufen zusammenstecken ist eher nicht so super. Man hat also hier, die Kabel sind halt mit dem Mail versehen, dann habe ich den Einbau. Eine Sache, die das dann nach sich zieht, wenn ich so ein Steckersystem habe, ist, ich kann nicht einfach zwei Kabel aneinander stecken. Zum Beispiel ne, beim XLR, wenn wir mal zurückgehen, dann kann ich einfach mir so ein Kabel nehmen, das hat auf der einen Seite Mail und auf der anderen Seite Female und ich kann mir die beliebig verlängern. Bei denen kann ich das nicht. Da brauche ich dann einen sogenannten Gender Changer. Und da jetzt meine Frage an das Publikum, wer kennt diese Dinger unter dem Namen Spooky? Weniger als ich gedacht hätte. Also ich habe da, also irgendwie bei uns in NRW, in dem Veranstaltungstechnikbereich, sind diese Dinger unter dem Namen Spooky bekannt. Ich habe aber noch nicht so wirklich herausfinden können, wie das von der georäumlichen Verteilung in Deutschland ist, wem das geläufig ist. Also auch vielleicht gerne nachher auf der YouTube-Aufzeichnung oder so, würde ich mich über Kommentare freuen, wenn ihr das kennt oder nicht kennt, von wo ihr seid und wo ihr das vielleicht gehört habt. Weil mich fasziniert irgendwie, dass man die Dinger unter dem Namen Spooky kennt. Jetzt nur für den Veranstaltungsteil oder auch DB25? Nicht der DB25. Also es kommt schon aus dem Veranstaltungstechnikbereich, aber man kann es ja auch grundsätzlich verwenden. Ja, der DB25 mit dem Gender Changer ist irgendwie so der sich im queeren Twitter als Meme am meisten durchgesetzt hat. Deswegen ist der jetzt nochmal mit dabei.
Ja, und die kann ich dann halt verwenden, wenn ich solche Kabel verlängern muss, um mir im Prinzip eben dann das entsprechende Gegenstück halt zu bauen. Jetzt das nächste Beispiel, wo wir im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Steckverbinder an beiden Seiten vom Kabel haben. Das ist der originale PowerCon von Neutrik. Der ist im Prinzip mal, also so die Grundidee beim PowerCon war im Grunde genommen noch, diese ganzen Kaltgeräte-Steckverbinder sind eigentlich doof, weil der kann ich dran ziehen und dann kommen die raus und das ist nichts, was ich in der Veranstaltungstechnik haben will. Aber die gibt es auch in zwei Varianten. Es gibt den, wo Strom rauskommt und es gibt den, wo Strom reingeht. Jetzt korrigiert mich, wenn ich es falsch mache. Ich glaube, der weiße ist der, wo Strom rauskommt, der blaue müsste der sein, wo Strom reingeht. Die sind komplett inkompatibel. Also man sieht, das ist ungefähr das Gleiche, nur die sind anders gekeyt. Der weiße, der hat den Key auf der anderen Seite, oder die sind spiegelverkehrt, der weiße hat den Key auf der anderen Seite als der andere. Und ja, damit brauche ich dann eben nicht nur einen Gender Changer, wenn ich so Kabel verlängern will, sondern ich brauche so eine Box, wo auf der einen Seite die weiße Einbaubuchse dran ist und auf der anderen Seite die blaue Einbaubuchse. Dass dieses System jetzt irgendwie noch nicht so ganz der Weisheit letzter Schluss war, das hat Neutrik dann auch gemerkt. Das weiteres Problem war, das Ganze ist dann nur ein Steckverbinder und keine Steckvorrichtung. Das ist noch so eine deutsche Besonderheit. Bei uns dürfen Geräte, die irgendwie weniger als 16 Ampere Anschlussleistung haben, die müssen keinen Hauptschalter haben, sondern wenn die brennen, dann sagt die VDE, es ist auch okay, wenn du noch den Stecker aus der Steckdose ziehen kannst. Aber dann hat das halt so eine Anforderung an den Stecker. Der muss dann halt auch unter Last und unter Spannung trennbar sein, ohne dass der irgendwie zu große Lichtbögen produziert und direkt in Flammen und Rauch mit aufgeht. Und diese Anforderungen hat der originale PowerCon halt auch nicht erfüllt. Deswegen ist das Neue jetzt der PowerCon True 32, der jetzt im Prinzip so klassisch wie der Schuko auch ein Male und ein Female implementiert. Die sind dann in der Regel bei so Geräten irgendwie direkt nebeneinander, dass ich die auch daisy-chainen kann. Und der Vorteil ist jetzt, diese Steckverbinder, da ist immer noch sowohl der Male und der Female, die sind beide mit diesen Rastnasen versehen, dass die vernünftig einrasten. Aber ich kann die beiden Steckverbinder auch direkt verbinden und dann ist die eine Rastnase halt einfach nicht in Verwendung. Das müsste dann die von dem Female sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das sieht man dann, wenn die gesteckt sind. Ja, jetzt eine Sache wollte ich euch auch nicht vorenthalten, so einen skurrilen Adapter, den ich letztens basteln musste. Das ist USB-C. ein Gerät von einer Firma, die namentlich nicht genannt werden möchte, die fand es gut, da 12 Volt über den PowerCon True 32 zu malen. Der ist halt IP44 und den kann ich schön in die D-Form-Buchsen einbauen und irgendwie XLR in IP44 ist ja immer weird und da müsste ich dann gucken, welche Dichtungen denn jetzt passen und welche nicht und so. Und das wollte ich halt irgendwie mit meiner von einer Power Delivery Powerbank versorgen. Das heißt, da ist dann noch der Wandler-Chip hier mit drin. Was nicht drin ist, ja, Schande auf mein Haupt, der DC-DC-Wandler ist nicht drin, weil die USB Power Delivery Chips, die nur dem Ladegerät sagen, hey, ich möchte gern 12 Volt, die haben ja keinen Einfluss darauf, dass dann da auch 12 Volt rauskommen. Aber in dem Fall kommt das Gerät tatsächlich auch mit Unterspannung klar und ich gehe mal davon aus, also wenn man so einen Adapter baut, dann muss man eh davon ausgehen, dass kein anderer damit komische Dinge treibt. So, jetzt so ein bisschen einen der skurrilsten oder die skurrilsten Systeme, die ich so für Netzspannung kenne, das ist der Eberl. Wir haben in meiner Heimatstadt, hatte ich noch das Glück, mal so ein bisschen als Schüler in einem alten Theater spielen zu können, was in den 70er Jahren gebaut ist. Und da werden diese Dinge eingesetzt. Das sind einphasige Steckverbinder, die auch gut Last können. Also ich glaube, im Standard können die irgendwie sowas bis 60 Ampere oder so. Und in Theatern hat man halt Scheinwerfer, die auch gerne mal irgendwie 10 oder 15 kW haben. Und da hat man halt das genommen. Warum das jetzt ein hermaphroditischer Steckverbinder ist, das tut gar nicht so viel zur Sache, aber der wurde halt genommen, weil es gab ihn und irgendwie, ja. Das Witzige an diesem hermaphroditischen Design ist jetzt allerdings, dass wenn ich jetzt irgendwie, also im Theater spricht man davon Versätzen, die irgendwo rauskommen, das sind dann im Prinzip Steckdosen, wo aber ein Dimmer hinterhängt. Also es ist generell so eine interessante Sachen, Steckdosen, wo ein Dimmer hängt, macht immer furchtbar Spaß, Leuten zu erklären, nein, da dürft ihr jetzt nicht eure Handy-Ladegeräte reinstecken.
Deswegen, also das ist so ein Versatz. Wenn man jetzt aber jetzt zwei Versätze miteinander verbindet, dann kann man die kurz schließen. Das ist da so ein bisschen das Problem an diesem Verbinder. Was zum Glück nicht geht, man kann es nicht schaffen, zwei Phasen damit kurz zu schließen, wenn die richtig belegt sind. Ja, was mache ich aber jetzt, wenn mir irgendwie die 63 Ampere nicht mehr reichen? Es gibt irgendwie CE-Verbinder, die können auch irgendwie 63 oder 125 Ampere, aber irgendwann fangen die Kabel auch mal an, richtig groß zu werden und zu nerven. Und dann muss man tatsächlich wieder die Phasen einzeln behandeln. Und dann gibt es sowas Chemlock im Amiland, Powerlock bei uns. Das ist dann so, ich glaube, 400 Ampere oder sowas. Da hat man dann die Phasen einzeln. Und das ist auch wieder so ein interessantes Beispiel dafür, wie unterschiedliches Keying geht. Das heißt, es ist im Grunde genommen der gleiche Steckverbinder, aber die sind so gekeyt, dass immer nur der eine auf den einen passt, obviously, weil ich halt nicht die Phase auf die Erde schließen will oder sowas. Und die sind tatsächlich auch noch, die haben auch noch Mechanismen, dass man die in Anführungszeichen noch idiotensicherer machen kann. Also die werden natürlich nur von Elektrofachkräften eingesteckt, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Dass die auch so gebaut werden können, dass die Schütze schalten können, die erst was freigeben, wenn die Erdverbindung da ist. Und all solche Späße kann man damit auch realisieren. Wer sich dafür mehr interessiert, da gibt es ein gutes Video von Big Live zu, der hat die mal komplett auseinandergenommen. Ja, damit so ein bisschen jetzt diese, also ich finde das irgendwie schön in der Veranstaltungstechnik, dass so alles, was ich beschrieben habe, da irgendwie seinen Einsatzbereich hat. Jetzt habe ich noch so ein bisschen gesammelte Werke, die ich irgendwie... Frage nach dem Durchmesser, also das da hinten wird wahrscheinlich irgendwie so ein vermutlich 63 Quadrat oder sowas sein, also wenn man die mal irgendwie auf Festivals oder so liegen sieht, so 3-4 Zentimeter Durchmesser würde ich jetzt mal schätzen, aber also guckt euch im Zweifelsfall das Video von Big Live dazu an, das ist wirklich gut und da nimmt er die mal auseinander und da kann man das auch alles sehen. Jetzt noch so ein bisschen Sammelwerk. Ich hatte eben schon den SMA, den gibt es in zwei Varianten. Erstmal der normale, das sind die beiden Bildchen links. Und das ist, finde ich, immer sehr verwirrend, weil ich gehe immer davon aus, ja, das hat ja eine Überwurfmutter, das muss ja Female sein. Ja, aber da ist so ein blöder Kontaktstift. Deswegen elektrisch gesehen ist das ganz links der Male und das, was auf der Platine ist, das ist der Female. Auch wenn die mechanischen, das, was es mechanisch wirklich zusammenhält, das ist halt andersrum. Und nur damit das mal schön gelöst wurde, nein, natürlich nicht deswegen, damit man nicht seine WLAN-Router mit normalen Standardkabeln verlängern kann, ist mal irgendjemand auf die Idee gekommen, ja, wir können das ja einfach tauschen und dann müssen die Leute bei uns Zubehör für mehr Geld kaufen. Oder so ähnlich dahinter ist die Geschichte. Aber so ist jetzt zumindest dann auch der RP-SMA-Mail mit einem, ja, mit einer Mail-mechanischen dazu auch versehen. Ja, es gibt aber auch wieder Hochfrequenztechnik, die nicht unbedingt gegendert ist. Das ist der APC7. Der läuft einem manchmal noch über den Weg, wenn man bei eBay nach altem Testequipment sucht. So Luftleitungen oder sowas, die haben den manchmal. Oder so alte Netzwerkanalysatoren. Das war früher, war das noch ein Problem, als man Netzwerkanalysatoren hatte, die man nicht unbedingt so einfach mit einem Druck auf Calibrate und dann habe ich das Ganze bis zum Device Under Test kalibriert. Also für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt aus der Hochfrequenztechnik kommen, Netzwerkanalysatoren benutze ich, um so die Aussendungen von Geräten an irgendwelchen Hochfrequenzschnittstellen zu prüfen. Und dafür muss ich diese Geräte halt kalibrieren an den Ausgang von dem Gerät selber. Und dann macht es einen Unterschied teilweise, ob ich da jetzt eine männliche oder eine weibliche Buchse habe, weil die sich anders verhalten in ihren Rückreflexionen und sowas. Und deswegen hat man da einen wirklich geschlechtslosen Steckverbinder eingeführt, der nur dadurch lebt, dass dieses Zwischenteil, was ich da eindrehen kann, genug Druck ausübt und die beiden zusammenhält. Wer schon mal mit FPGAs gearbeitet hat und Devboards von deutschen Herstellern, dem ist vielleicht der Samtec Razer Beam geläufig. Das ist ein hermaphroditischer Steckverbinder, der verwendet wird, um so Highspeed-Interconnects zu realisieren.
Da habe ich auch gar nicht, also da weiß ich auch gar nicht genau, der müsste auch eigentlich nicht unbedingt hermaphroditisch sein. Also grundsätzlich kann man da auch wieder ins Feld führen, so für Hochfrequenzverbindungen. Ist es vielleicht von den Reflexionseigenschaften her einfacher, sowas zu realisieren, wenn man es hermaphroditisch macht und nicht in Male-Female? Semtech sagt dazu, ja, das ist halt, kannst du einfacher Stockkeeping machen, brauchst du nicht den Male und den Female, ist für deinen Distri oder ist für deinen Bestücker einfacher. Finde ich jetzt nicht so unbedingt die zufriedenstellendste Antwort dabei. Man kann nicht den Falschen drauf löten. Was allerdings bei diesen immer Pain ist, ist, wenn man sich den Schaltplan anguckt, weil dadurch, dass die Buchse und der Stecker beide gleich sind, hat man das abstruse Problem, dass jetzt da, wo ich, wenn ich auf den Pin 1 was draufgebe, dann kommt das nicht mehr auf den Pin 1 raus, sondern auf den Pin 2, weil der Pin 2 ist dann der Female Pin, der dann mit dem männlichen Pin 1 sich matet. Und da muss man das quasi dann einmal spiegelverkehrt lesen. Und wenn man dann versucht, so Pinouts zu verfolgen von Verbinder zu Verbinder, dann ist das immer ganz, ganz spaßig, wenn man das wieder vergisst. Ja, noch der zweite wirklich geschlechtslose dabei, den ich hier habe. Also manche nennen den hermaphroditisch, ich finde den aber wirklich geschlechtslos eigentlich. Das ist der Anderson Power Pole. Der ist, also ich habe den im Amateurfunkbereich kennengelernt das erste Mal. Ich finde, das ist so ein bisschen der Lego, das Lego unter den Steckverbindern, weil den kann ich es gibt nicht nur einen davon, sondern ich kann die auch anreihen in allen beliebigen Richtungen und kann mir im Prinzip meinen Steckverbinder so bauen, wie ich den gerne hätte. Und man sieht das hier in der Schnittzeichnung, da sind wirklich, also es sind beides federnde Elemente und ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, diese Schutzhülse, die da auf der einen Seite drauf ist und so ein bisschen den Gegendruck liefert, dass das jetzt ein weiblicher Teil von dem Steckverbinder ist. Also ich sehe das eher nicht, ich würde den wirklich als geschlechtslos bezeichnen. Anderson nennt ihn auch geschlechtslos. Im Drittinternet findet man dann auch die Bezeichnung hermaphroditisch, aber würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, jetzt nochmal der Vollständigkeit halber dabei, nochmal so zwei Sachen, die jetzt eigentlich, das Geschlecht spielt ja jetzt nicht mehr so die Rolle, aber einfach interessante Steckverbinder, die man mal kennen sollte, wenn man so ein bisschen bastelt und vielleicht noch nicht gekannt hat, die man auch einsetzen kann. Einmal die Card-Edge-Connectors, also da sage ich dann, meine Platine selber ist im Prinzip ein Teil des Steckverbinders, dann in der Regel der männliche Teil, weil ein federndes Element auf einer Platine zu realisieren, das ist irgendwie, mag einen das Bordhaus nicht so gerne, wenn man mit solchen Anforderungen kommt. Das heißt, also so die beiden klassischen, die man für irgendwas einsetzen kann, ist einmal so PCIe, der wird gerne für im Custom-Test-Mittelbau für irgendwas eingesetzt. Also nicht mit dem normalen PCIe-Layout, sondern halt einfach, er ist halt 1,6 mm dick, das ist die Standarddicke von PCBs. Und wenn ich halt irgendein Panel habe, wo ich irgendwelche Debug-Pins auch sowieso rausführe, dann führe ich die in der Regel irgendwie auf einen PCIe, weil der ist Standard, den kann ich günstig kaufen. Und warum da das Rad neu erfinden, wenn ich auch keine Gedenken habe, dass da irgendjemand seine Grafikkarte reinsteckt. Das andere, was ich auch häufiger tatsächlich noch verwende als der PCIe, bei dünneren PCBs 0,8 kann man so eine Mini-SD-Interface implementieren. Das Schöne ist, wenn man noch sowieso einen SPI-Bus braucht, dann funktioniert es auch eigentlich so, dass selbst wenn da irgendjemand versucht, irgendwas anderes reinzustecken, da eigentlich nicht viel schief gehen kann. Ja, das letzte, auch nicht wirklich, aber auch im Prinzip in dem gleichen Spirit, jetzt nicht mehr Card-Edge-Connector, wo ich irgendwie eine Platine reinslide, sondern was wirklich auf die Platine anderweitig mechanisch fixiert werden muss. Da ist im Prinzip das, was draufdrückt, nicht mehr drumherum. Das sind die Pogo-Pins. Die Pogo-Pins, die kommen von diesem Pogo-Stick oder diesen Pogo-Sticks, mit denen man mal so rumhüpfen konnte. Das war, glaube ich, irgendwann mal so in den 70er oder 80er Jahren so ein Ding. Ich weiß auch nicht genau wann. Auf jeden Fall, die haben so ein Kontaktelement und das ist federgelagert. Das heißt, das drückt sich auf so eine Platine drauf. Ursprünglich kamen die vor allen Dingen auch aus dem Prüfmittelbau. Das heißt, ich habe dann irgendwie so ein Test-Jig. Da kann ich dann mit diesen Pogo-Pins die Testpads auf meiner Platine kontaktieren.
Aber clevere Designer haben die mittlerweile auch in viele andere Sachen gemacht, vor allen Dingen, wenn irgendwo irgendwas magnetisch dran hält. Also zum Beispiel MagSafe ist da das klassische Beispiel. Da werden halt diese Pogo-Pins magnetisch an die Kontaktflächen gedrückt. Und ja, sieht halt irgendwie schick aus. Deswegen mögen Designer diese Dinger, glaube ich, gerne, habe ich irgendwie so das Gefühl. Jetzt zuletzt, jetzt verlassen wir noch mal kurz die Elektrotechnik. Und wie ist es eigentlich so mit Fasern, mit Fasertechnik? Also das, was ich jetzt zeige, das ist das, womit ich hauptsächlich zu tun habe. Das ist der FC-APC-Stecker, der ist in der Netzwerktechnik eigentlich nicht mehr so unbedingt gebräuchlich. Hier in der Mitte sieht man dann mal, wie kann sowas aussehen. Also das ist eine Single-Mode-Faser, die ist ja schon sowieso in der Netzwerktechnik eher so ein Exot. 925, also die eigentliche Faser, die ist 9 Mikrometer im Durchmesser und das Cladding drumherum 125 Mikrometer. Und in dem Fall ist es sogar noch eine polarisationserhaltende Faser. Das heißt, die hat noch diese zwei Panda, nennt sich das, Stress Rods. Zum einen sorgen die dafür, dass die Faser allein bleibt und zum anderen fügen die den mechanischen Stress ein, den das Medium braucht, damit es auch die Polarisation erhalten kann von dem Licht. Aber das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will. Der Punkt ist eigentlich, diese Fasern, die existieren ja im Prinzip nur, also eigentlich in Mail, also die muss ich ja nur gegeneinander halten. Da muss ich ja nicht irgendwas mit Federn machen oder so, die muss ich halt nur wirklich ausgerichtet gegeneinander halten. Das heißt, eine Faser kann ich irgendwie nicht normalerweise in Female bekommen. Jetzt will ich aber trotzdem unter Umständen irgendwie zwei Fasern miteinander verbinden. Und das ist jetzt auch wieder egal, ob das jetzt FC, APC oder irgendwie E2000 oder LC oder sowas ist. Da gibt es dann diese schönen Dinger, die hier auf der rechten Seite dargestellt wird. Und da finde ich irgendwie so den Namen genial, weil den wird man irgendwie eher auf der Bad Dragon Seite als auf der Torlab Seite erwarten, die heißt nämlich Mating Sleeve. Ja, und damit bin ich im Grunde genommen auch schon mit meinen Slides durch und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen oder eure eigenen schönsten Steckverbindererlebnisse. Super, großartiger Talk, Dankeschön. Ja, wenn ihr Fragen habt, und ich hoffe, dass ihr Fragen habt, dann bitte zeigt auf und dann kriegt ihr das Mikro. Jawohl, einmal nach hinten durchreichen zum Menschen mit dem grünen Pullover, Camp-Bulli. Ja, erstmal vielen Dank, sehr interessant. Du hattest auf der Slide mit den Pogo-Pins, waren unten drei verschiedene abgebildet. Hat das irgendwie einen tieferen Sinn, Grund? Kannst du dazu was sagen? Nee, das ist einfach, ich habe tatsächlich einfach nur hauptsächlich geguckt, wo kriege ich schöne gemeinfreie Bilder her. Es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Varianten, wie man dieses Tensioning machen kann, dass die nicht umknicken, dass die unterschiedliche Kontaktdrücke haben. Also es ist eine ganz eigene Wissenschaft für sich, auch zum Beispiel welche, die HF-mäßig kontaktieren können. Also wenn dich das interessiert, am besten mal eigentlich einfach auf den Webseiten von den Prüfmittelbauern, Prüftest-Jigs herstellen. Zum Beispiel EEV-Block hatte jetzt letztens von irgendeiner australischen Messe dazu auch ein Video von einem größeren. Das ist so eine ganz eigene Wissenschaft für sich, also da gibt es noch mehr Ressourcen. Kann ich jetzt im Detail aber jetzt nicht hier mehr zu sagen. Sonst noch Fragen? Ja. Zu den Pogo-Pins, die gibt es dann auch in rund und spitz und in allen möglichen Größen und in genau. Sehr unterschiedlichen Größen für extrem dünn. Genau, die gibt es auch für, ich möchte Testpads kontaktieren, ich möchte Vias kontaktieren, ich möchte irgendwas kontaktieren, was eigentlich der Designer nie dafür vorgesehen hat zu kontaktieren, aber was ich jetzt trotzdem kontaktieren möchte, weil es in irgendeiner weirden Software von 1980 gelayoutet ist. Also da gibt es die verrücktesten Dinge. Ja, bitte. Wie ist es denn konkret bei Anderson PowerPole? Also Anderson PowerPole, der einzelne Stecker, also quasi nur für eine Leitung, der ist ja komplett neutral und auch symmetrisch und so weiter. Aber wie man es hier sieht,
Das ist jetzt eine Anordnung, dass Rot und Schwarz in einer bestimmten Konstellation nebeneinander sind. Und da gibt es so im Amateurfunkbereich einen gewissen Standard, wie man die anbaut. Und dann sind die tatsächlich neutral. Dann kann da der Strom reingehen, kann der Strom rausgehen und alle sind safe. Man kann sich aber auch so Teile stecken, die komplett anders gehen. Ist es dann tatsächlich noch komplett neutral oder ist es dann... Also wo ziehst du da die Grenze? Ja, also erstmal der eine an sich ist definitiv neutral. Man muss da natürlich auch, das ist auch mal ein guter Punkt bei den hermaphroditischen Verbindern, man muss da so ein bisschen Gedanken an die Geometrie haben. Das heißt, das muss in der Regel immer irgendwie spiegelbildlich funktionieren. Zum Beispiel bei dem, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, bei den Scharfenbergkupplungen, da ist das dann so, da habe ich dann in der Regel zwei identische an beiden Seiten. Und dadurch kriege ich dann auch wieder die Hermaphroditik bei der Signalbelegung quasi hier. Nicht nur beim mechanischen Steckeraufbau, sondern dass am Ende auch das richtige Signal mit dem richtigen ist. Ein schönes anderes Beispiel dafür ist auch der USB-C, wer sich schon mal in die ganzen USB-C-Weirdness quasi reingedacht hat. Da kann ich auch nicht da gibt es ja dieses eine schöne Gadget, was unterschiedliche Dinge macht, je nachdem, wie ich es reinstecke. Ja, hat mal irgendjemand gebaut mit einem Mikrocontroller, was der diese CC1 und 2 Pins abfragt. Die Tücke liegt im Detail bei den Dingen. Da muss man dann ein bisschen drauf achten, dass man die sich so anbaut, dass die eben auch, es müsste wahrscheinlich eine Achsenspiegelung sein, dass die dann immer noch funktionieren. Wer will, wer hat noch nicht? Kennst du einen guten Stecker, der Daten und Power mischt? Außer natürlich einen, der viele Pins hat und ich wollte mehrfach belegen. Was hast du denn vor? Also so einer der schönsten, die Daten und Power mischt, die ich kenne, der allerdings relativ teuer ist, ist der skurrile 8 plus 2 Pin XLR. Der hat zwei dicke Pinne für Power und 8 dünne für irgendwas anderes. Den habe ich auch tatsächlich jetzt mal verbaut für so ein Funkmikrofon-Rack, wo ich irgendwie vier symmetrische Audiosignale rauskriege und das auch noch powern will dadurch, dass ich nur noch einen Steckverbinder habe. Also das ist so einer der weirdesten, die ich dafür kenne. Ja, bitte. Ansonsten, wenn du richtig Power mischen willst mit sonstigen, gibt es von Harting modulare Systeme, wo du dann wirklich alles in einem Steckverbinder unterbringen kannst. Nicht nur Strom genau. Und Signale, sondern auch ja. Druckluft oder sonst was. Aber dagegen ist dann der XLR 8 plus 2 schon wieder ein Schnapper. Ja, mir ist das irgendwann vor Jahren mal untergekommen, dass das eine interessante Idee genau. wäre. Ja. Ja, habt ihr noch Fragen? Ja. Es gibt von Neuträger auch noch einen lustigen Stecker, für die sich nicht entscheiden können bei XLR. Das ist der ConvertCon. Genau. Den kann man bei Benutzung gendern. Ja. Das heißt, so rum, wie man möchte. Ist genau. auch sehr lustig. Kann ich auch empfehlen. Der kommt dann vor allen Dingen irgendwie da vor, wo das wirklich nervig ist, wenn man es falsch rum ausgelegt hat. Also irgendwie so 90 Meter Trommeln oder sowas. Da kenne ich den her. Bei unserem Verleiher sind die da dran. So. Bitteschön. Also wenn ihr mit XLR schon Spaß habt, es gibt diese Flugzeugstecker genannten GX-Teile. Ich finde die Krütze zum Löten, aber die haben noch so eine schöne Wendelschraube dran, dann fliegt der Stecker gar nicht mehr raus. Gar nicht bekannt, oder? Ich kenne die grob, aber ich habe mich noch nie mehr im Detail damit auseinandergesetzt. Deswegen habe ich sie jetzt hier auch nicht mit reingenommen und wahrscheinlich auch wie alles, was militärisch eingesetzt wird, wird es wahrscheinlich auch da die preisliche Hürde. Schon manchmal abschrecken, würde mich, also wäre jetzt so meine Erwartung da dran. Oder? Okay, gut, dann. So, noch Fragen, noch irgendwelche Erfahrungen mit Steckern? Ja. Was war denn so der Steckverbinder, den du mal gesehen hast, der am meisten missbraucht wurde? Also ich denke da zum Beispiel so, USB über Klinke ist so ein Klassiker, oder? UART über USB ist auch schön. Also jetzt nicht USB UART Wandler, aber ne, sondern wirklich UART über USB. Aber ja, da gibt es tatsächlich auch
noch zum Thema USB, UART USB-Wandler, da gibt es jetzt auch einen schönen Chip, der in der Retro-Computing-Szene von VCH schön ist, weil man damit einen USB-Anschluss, also dass man da Speicher dran schließen kann, dann alten DOS-Computern über UART zur Verfügung stellen kann. Das ist auch mal super, wenn man dann USB-UART-Wandler sucht. Ne? Jawohl, nächste Frage, bitte. Ich hätte eine Frage. Also es ist ja bekannt, dass Apple seine eigenen Schnittstellen hat, also Thunderbolt und so Geschichten. Und wäre es theoretisch machbar oder gar eine Urheberrechtsverletzung, ein USB-C-Kabel zu nehmen und das an ein Thunderbolt-Kabel zu löten, um sein Apple-Handy zu laden? Ja, also Thunderbolt ist ja ein offener Standard. Und der liegt ja auch, glaube ich, mittlerweile nicht mehr bei Apple, sondern in irgendeinem Komitee, was, glaube ich, hauptsächlich von Intel verwaltet wird, aber nagelt mich darauf nicht fest. Und dann mittlerweile, dass Thunderbolt 4 USB nutzen kann, liegt ja daran, dass im Prinzip USB gesagt hat, so, dann machen wir halt so ein Alternate Mode und dann könnt ihr im Prinzip über die Pins schicken, was ihr möchtet und es interessiert uns nicht mehr. Aber da gibt es auch, also dieses ganze USB-C-Nirvana, das ist auch schon so, also nicht ganz katastrophal online dokumentiert. Wenn man da lange genug sucht, dann findet man da in der Regel auch die Antworten, die man möchte. Boah, so fast 2000 Seiten Standard sind super. Sonst diverse chinesische Shopping-Seiten. Nächste Frage. Ja, ich wollte kurz darauf ansprechen, was der größte Missbrauch von Steckern ist. Ich kenne da so ein Produkt, das nennt sich Multiverter, was so ein Audio-Konverter ist. Und die verwenden tatsächlich eine HDMI-Buchse, um ihre Geräte zu daisy-chainen mit einem normalen HDMI-Kabel. Ja, das ist aber auch, glaube ich, irgendwie ältere Netgear-Switches, die Switch-Matrix verbinden kann. Die nutzen dafür, glaube ich, auch HDMI, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das gibt es auch in der Netzwerktechnik, wird oder wurde Ähnliches gemacht. Ja, ist halt, also HDMI ist halt eine schöne Variante, günstig LVDS von A nach B zu kriegen, ne? Bitteschön. Zu dem vorher Kaltgerätebuchsen, wo du meinst, ja, die sind nicht gegen Rausrutschen gesichert. Das habe ich jetzt die Woche das erste Mal gesehen an einer Rackverteiler-Steckdosenleiste. Die gibt es auch in gesichert, genau. Wo man die Buchse runterdrucken muss, gefedert, um das Kabel zu lösen. Ja. So, nächste Frage. Die Antwort war ja. Das war leicht zu beantworten. Auch mal nur noch so, als weil wir vor uns ja Power plus Daten hatten. Es gibt auch noch so eine industrielle USB-Version, die dann 24 oder 48 und weiß nicht welche anderen Spannungen noch gekippt mit überträgt. Mhm. Der ist auch ganz weird. Der begegnet einem dann, wenn man jetzt so irgendwie USB 12 Volt Power Delivery Module oder irgendwie, also so USB und 12 Volt, das liefert da immer diese komischen Ergebnisse, auch also wenn man eigentlich Power Delivery haben möchte. Die einzigste Verwendung, die mir bekannt ist, ist bei Kassensystemen so für Thermodrucker und so, weil die einen Haufen Power brauchen und da 5 Volt nicht mehr so wirklich eine gute Idee ist. Ja, die sind auch sehr, sehr crazy. Also ich merke schon, da gibt es, also falls der Talk nochmal irgendwo gehalten wird, das sind hier sehr, sehr viele gute Anmerkungen, was man noch aufnehmen kann. Ja, und wir haben auch noch einen Haufen Fragen, da kommt sehr viel Input. Nochmal einen kleinen Cursed-Anschluss. Dell hat so Docks, bevor bei USB-C über 100 Watt gespeckt war, hat Dell Docks mit 2 USB-C-Steckern nebeneinander. Why? Bitte. Was ist der cringeste Steckerumwandler, den du kennst? Also von irgendwas auf irgendwas anderes. Ach, schwierig aus dem FF zu beantworten. Also ist jetzt keiner, wo ich sofort sagen würde, das ist derjenige. Also was ich so grundsätzlich als Konzept immer super finde, ist halt die Idee, das Netzwerk über Wasser oder Bananen oder irgendwie. Also diese ganzen Sachen, das finde ich schon super, aber das ist halt eher weniger Steckverbinder. Der magische Ethernet auf Gardena-Adapter, oder? Genau. Mit Wasserdruck. Das USB 4 Alternate-Board bietet noch viele Möglichkeiten, tolle Dinge zu bauen.
Ich hätte noch eine letzte persönliche Frage. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsstecker, mal ganz unabhängig von der Anwendung? Ein Lieblingsstecker. Das ist schwierig zu beantworten. Also ich würde tatsächlich sagen, also diese Neutrik PowerCon True 1 Top, die sind schon echt sexy. Das muss man schon sagen. So, eine Frage war da noch, wenn ich mich nicht ganz geirrt habe. Ah, na bitte. Welchen Steckverbinder hast du am meisten? Ah, das ist, ich würde tatsächlich sagen, aus der Alltagserfahrung dürfte das tatsächlich VGA oder generell diese ganze D-Sub-Familie sein. Das ist schon immer nervig, also ein Klassiker. HDMI und Lizenzgebühren, immer lustig. Ja. Best nicht verwenden. So, war noch jemand? Gibt es noch eine Frage? Super, ja. Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Das war großartig. Ja, danke für die Gelegenheit zum Sprechen.